So, und jetzt raus hier. Ian. Oh nein, nur er. Boah, gut, dass alle gewartet haben. Are you sure? Yes. Ja, einer hat es nicht geschafft, ne? Einer ist gestorben. Wir haben einfach alles geklärt. Geil. Ah, sie kann eigentlich auch einmal heilen. Einfach so. Du kannst auch einmal heilen. Benji's always ready. Leave it to me. It's on. This should be fun. I'm here. How can I assist? Sehr schön. Stage clear. 5000 Gold. My back hurts. MVP Faust. Oh ja, und wie? Das ist unreal, ey. Fast 10-mal so viel Damage wie der, also... Ja, ne, 9-mal so viel Damage wie Platz 2. Läuft. 27 Kills gegen 3. Warum nicht, ne? So. Komm, Irving, unsere Aufgabe ist erledigt. Gut. Bin ich der Letzte draußen? Als erster rein, als letzter raus, gehen wir zurück in sicheres Gelände. Hahaha, unguter Soldat. Was unter der Sonne? Bleib zurück. Ja, Akmenos. Der, den du Nekromant genannt hast. Er hat deine Mutter. Sie lebt vorerst. Wo ist er? Er ist ein Feigling. Sag ihm, er soll sich uns selbst stellen. Er erwartet dich, Irving Sildarain. Sildairan. Am Gipfel der Arroganz, in 7 Tagen. Wenn er einen Kampf will, wird er ihn haben. Hahaha, gut, oh, hörst du das? Der Sand, er fällt ins Glas. Prr. Uns läuft die Zeit davon, Irving, komm schon. So, Kapitel 20, Arroganz. Irving sagt, ich danke euch allen, dass ihr hier seid. Meine größten Befürchtungen sind wahr geworden. Nicht Varric hat meine Mutter, sondern der Nekromant hat sie gefasst. Wie hast du das erfahren? Ein wiederbelebter Soldat ist zu uns getreten. Als wir aus Hochgrad flohen, zweifellos ein Knecht des Nekromanten. Dieser Nekromant ist unter dem Namen Akmenos bekannt und er erwartet uns beim Gipfel der Arroganz in 7 Tagen. Wenn ich nicht da bin, tötet er meine Mutter. Offensichtlich müssen wir besprechen, dass wir möglicherweise in eine Falle laufen. Sie hätte es für mich zweifellos riskiert. Esme hat mehr für mich getan als mein eigener Vater. Von allen, die ich kenne, verdient sie es am wenigsten, für andere zu leiden. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Das stimmt, das ist die offensichtliche Entscheidung. Wenn wir nicht aufkreuzen, wird er nichts davon haben, sie zu töten. Sie verlieren eine nützliche Geisel und stacheln den Zorn ihrer Feinde an. Diesen Bluff können wir platzen lassen. Genau, wenn wir bleiben, könnte sie sterben. Wenn wir gehen, könnte sie genauso gut sterben. Ich sehe die Chancen relativ gleich. Andererseits, wenn wir bleiben, wird unsere Aufgabe nicht gestört. Wenn wir gehen, riskieren wir es, alles zu verlieren. Ihr habt recht, ich werde von keinem von euch verlangen, mitzukommen. Dies ist einzig und allein mein Kampf. Ich selbst gehe in jedem Fall. Mit Verlaub, Irving, du weißt, das ist ungerecht. Krass, wie die sich drücken, ne? Kann sein, aber so ist es nun mal. Wir sind mit dir über Kontinente gereist. Wir haben Prüfungen überstanden, an denen sich seit Jahrhunderten niemand mehr versucht hat. Du musst aufhören, so zu tun, als wäre dies alleinig deine Reise. Keiner von uns würde zurückbleiben. Das ist es nicht. Ich habe einfach nicht das Recht, euch meine persönlichen Lasten aufzuzwingen. Wir haben keine eigenen Lasten mehr. Wir alle sind in einem Boot. Das wusste ich mit dem Schritt, mit welchem ich das Schiff in Veroa verließ. Gewiss, der Versuch, deine Mutter zu retten, mag leichtsinnig sein. Aber viele von uns würden dasselbe tun. Und du wärst ja auch direkt bei uns, oder? An der Spitze des Angriffs diesen führend. Viele von uns haben keine Familie mehr.
die sie retten können. Es ist ein Segen, dass du deine hast. Dies ist jetzt unsere Familie, Irving. Und wir vertrauen dir. Eines Tages wirst du das hinnehmen müssen. Ich sehe ein, dass ich jegliche Verantwortung für meine Handlungen ablehnen wollte. Es war ungerecht von mir zu tun, als würdet ihr euch mir nicht anschließen. Ihr seid treue Freunde. Ich bin nur wegen der leckeren Verpflegung hier. Du und ich gemeinsam. Alle bis auf Benji natürlich. Hey, was habe ich denn getan? Ach, sei still, du großer Tölpel. Okay. Böse. Ich fasse es nicht. Das wollte ich gerade sagen, Irving. Ja, nun. Ich versuche wohl zu sagen, dass es schwer ist zuzugeben, wie sehr ich mich auf jeden einzelnen von euch verlasse. Wir verlassen uns aufeinander, Irving. So läuft es eben. Maeve sagt, ich weise darauf hin, dass ich nie sagte, dass ich will, dass wir hier bleiben, nur dass wir es sollten. Je mehr wir die Gefahr anerkennen, desto größer ist die Chance, dass wir sie überleben. Glaubst du, ich würde eine Gelegenheit verpassen, Esme zu befreien? Nicht für einen Moment. Wir tun dies nicht, weil es strategisch ist. Wir tun dies, weil es richtig ist. Wir gehen zum Gipfel der Arroganz, um dem Nekromant eine Tracht Prügel zu geben, die er nie vergessen wird. Ich warte seit Monaten schon darauf, diesen Kerl eine zu verpassen. Wir stehen zu deiner Seite, Irving. Da standen wir schon immer und da werden wir für immer stehen. Danke, ich bin geehrt, euch alle zu kennen. Was soll denn Tölpel überhaupt bedeuten? Genau. Was man sagt, ist man selbst. In dem Falle sogar sehr passend. So. Laden. Wir kaufen mal die Vierer einmal. So, Einheiten. Für wen denn nur, Alten? Oh mein Gott, falsch, ne? So, hier. Wow, der hat erst noch die... Alter, nein. Wir haben Alten nie geupgradet, Leute. Wir haben das voll vergessen. Nein. Das hat der Junge voll nötig. Ach nein. Kein Wunder, warum er so schlecht war. Jetzt geht's wieder. So, wir speichern noch einmal. Und vorwärts. Nach ihrem gewagten Einsatz in Highridge steht die Revolution vor einer schweren Entscheidung. Irvings Mutter Esme wird von Akminus am Gipfel der Arroganz nahe der Grenze zu Neulais festgehalten. Alle sind sich einig, dass sie ihr zu Hilfe kommen müssen, gleich wie hoch das Risiko ist. Kampfbereit nähern sie sich dem Gipfel der Arroganz, wo Akminus sie erwartet. Akminus, alleine, Irving. Akminus, wie angenehm, offiziell deine Bekanntschaft zu machen. Wo ist meine Mutter? Sie ist in Sicherheit, nicht weit von hier. Was willst du von ihr? Hast du je die Erzählung von diesem Ort gehört, vom Gipfel der Arroganz? Nein, das dachte ich mir, sie ist düsterlich, eine Tragödie, mag wer überhaupt. Sowas findest du in den meisten Geschichten nicht. Lange her, im Zeitalter des Aufstiegs, wollte eine junge Menschenfrau einen Traum zu den Göttern bauen. Sie sammelte ein beeindruckendes Gefolge an, tausende mühten sich für sie ab und schworen, ihrer Mission beizutreten. Man sagt, dass er sogar mit dem großen Spear von Sorion zu vergleichen sei, wobei aber eine solche Leistung sich selbst den Fähigkeiten heutiger Zimmerleute und Maurer entzieht. Kommen wir zum Punkt. Geduld, junger Mann, Geduld. Das Projekt schritt in einem so beispiellosen Tempo voran, dass jeder von ihnen dachte, dass sie die Götter tatsächlich zu eigenen Lebzeiten treffen könnten. Ironischerweise hatten sie recht. Sie trafen einen Gott, einen rachsüchtigen Gott, dessen Name vergessen wurde. Einen solchen Turm zu bauen war eine Schamehrung für ihn und für seine Autorität. Also zerstörte er ihn, tötete die junge Frau und machte ein Jahrzehnt Arbeit von tausend sterblichen Seelen zunichte. Götter jedoch sind nicht dazu bestimmt, sich in sterbliche Angelegenheiten einzumischen. Der Name des Gottes ist in Vergessenheit geraten.
weil er unter den Sterblichen nie wieder einen Anhänger finden konnte. Niemand weiß, ob er seine Göttlichkeit bewahrt hat. Ich beobachte dich schon seit geraumer Zeit, Irving. Du bist zu einem beeindruckenden Krieger geworden. Es sind Dinge im Gange, die du nicht verstehen kannst. Am besten mischst du dich nicht in sie ein. Beende diese zum Scheitern verdammte Revolution und du wirst unzählige Leben retten, darunter auch das deiner Mutter. Es ist nicht mein Wunsch, dir zu schaden. Diese Streitigkeiten liegen weit unter meinen Interessen. Dir ist gewiss aufgefallen, dass wenn du mich Mensch nennst, du in der Geschichte der Gott sein musst. Natürlich, das war Teil des Zwecks. Mir wurde schon gesagt, dass du ein helles Köpfchen hast. In deiner Geschichte siegt niemand, der Gott wurde nie wieder verehrt, nicht wahr? Es ist ja nur eine Geschichte. Dann bist du genauso fehlgeleitet wie jene in deiner Geschichte. Ich kann kaum fassen, dass ich so lange Angst vor dir hatte. Was hast du gerade gesagt? Oh, du bist des Wahns, wenn du glaubst, all deine Taten seien gerechtfertigt. Du bist ein Feigling. Du entweihst die Leichen von Menschen, die ihr Leben für Ehre gegeben haben. Du versteckst dich hinter ihnen. Es ist widerlich. Vorsicht, Junge, du weißt nicht, wovon du sprichst. Lass deinen Vorhang von Mystik fallen, Akmenos. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Du bist wertlos. Ich hatte gehofft, wir würden uns verstehen. Dich zu töten wird ein Genuss sein. Dann zeig mir, was du kannst. Okay, 1 gegen 1. Wir haben den halt nie gelevelt. Ah, das Team ist doch mit dabei. Genau, natürlich. Rose, du kannst raus. Fenton, du auch. Alden natürlich nicht. Garrick auch nicht. So, so eine ist kacke. Lincoln zum Heilen. Ja, ihr seid halt beide kacke, Mann. Sloane ist ein höheres Level als Sarah. So, Entschuldigung. Speichern. Start. Akmenos. Geil, Irving ist gar nicht mit dem Team, ne? Akmenos hat Irving isoliert. Ah, okay. Werden seine Schergen besiegt, verliert er an Kraft. Okay. Irving ist halt gar nicht mit dabei. Wow, das ist echt viel. Gut, du wirst soloen. Natürlich ist auf der Seite, sind auf der Seite zwei Heiler. Oh, und auf der linken nur eine. Egal, wir laden nicht neu. Das reicht trotzdem, ne? Ah, die linke Seite ist so schwach. Mit Liberty was drauf. Ich hoffe, das klappt. Cool, Level Up. So. Wir hätten eigentlich mit dem Fernkämpfer anders agieren sollen. Das war schon ein Fehler. Wollen wir heilen oder killen? Oh, die macht 0 Damage. Dann heilen wir. Problem ist nur, sie kann sich selbst nicht heilen. Heißt, wenn sie Damage kriegt, wird's schlimm für sie. Oh, das linke Team ist so schwach. Kein Crit. Wir heilen mal ihn. Enemy Face. Alle rücken vor. Das Team links ist viel zu schwach. Ich weiß nicht, neu? Sollen wir neu laden? Wir laden mal neu, das ist voll die Verarsche gerade. Das darf nicht sein, ey.
Wir lassen uns hier nicht verarschen. Das Spiel ist, also Fenton und zwei Heiler in einer Ecke und links waren dann nur ein Heiler und nur Schrotteinheiten. Das geht so nicht. Das fixen wir kurz. Einheiten. Kommt sich ab. Vorbereiten, so, sorry. Er tauscht mal mit ihm. Hä? Das war gerade voll verwirrend. Wir packen hier alle Guten rein. Alden ist auch gut. Medizin leveln. So, jetzt haben wir hier einen Heiler, einen starken, aber nee. Wir machen das so. Ja? So. Genau. Nochmal speichern. Fix. In der nächsten Folge geht's weiter, Leute. Bis dann.